Hey Benny. Ja? Was würdest du sagen, wenn du morgens aufwachst und du in so einem Raum wie dem hier bist? Well, I'm fucked. Kann ich unterschreiben und damit herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 13 und wir gehen gleich ran hier in der Wiege des Orphanus, so heißt das ganze Ding hier. Aber mit wir gehen ran meine ich, wir lesen ein bisschen. Ach, schön. Ja, hier, wir haben nämlich jetzt ein paar Infos über die Wiege des Orphanus. Ja, die Wiege des Orphanus ist ein multidimensionaler Raum, der von dem Forsi-Eden auf Geheiß des Forsi-Bartenders erschaffen wurde. Dabei wurde der Forsi-Eden eins mit eben diesem Raum. Die Wiege des Orphanus ist die wahre Gestalt des Forsi-Eden, der das gesamte Gefüge Cocoons kontrolliert und zusammenhält. Heißt das, du hast den letzten Part gespoilert? Inwiefern? Du hast gesagt, das ist die wahre Form und auf einmal jetzt erfahren wir es. Naja, so ein mega krasser Spoiler ist das jetzt, denke ich mal nicht. Na. Sämtliche Informationen, die dem Forsi-Eden zur Verfügung stehen, nehmen hier physikalische Gestalt an. In den Tiefen des Raumes zwischen Wirklichkeit und Illusion ruht Orphanus träumend. Das ist eigentlich schon fast süß. Naja. Müssen wir das den aufwecken? Schöne Frage. Ich sag mal nichts dazu. Aber wir schauen uns jetzt hier erstmal um. Also, ich sag jetzt schon mal, wir werden jetzt nicht so mega krass viel hier machen. Dreh dich bitte nochmal um. Das ist die Mega-Entwicklung von Klick die Klack. diese Fläche hier, diese sechseckigen Flächen. Nein, da hinten diese Zahnräder. Klick die Klack, Mega Evolution confirmed. Wusstest du, dass es darüber echt viele Memes gibt? Echt? Also es gibt so gefakte News, also so Spoiler quasi, also wie diese Pokémon-News halt aus dem Magazin immer aussehen. Und die Leute fälschen halt dann so Klick-die-Klack-News und halt mit Mega-Entwicklung oder keine Ahnung. Beziehungsweise, ich habe da mal einen drüber gesehen und der war so recht witzig. Es trifft sich. Ja, es trifft sich. Und Benny und ich haben uns gerade noch vor der Aufnahme drüber unterhalten, halt wie krass gut eigentlich der Raum hier aussieht und wie unglaublich umfangreich eigentlich. Also ich meine, hier geht überall was ab und man muss dazu sagen, das ist 2010er Grafik. Alter, das ist vor Skyrim. Ja, das ist halt, und es sieht echt gut aus. Ja, und ich habe dann eben auch nur gesagt, man muss sich überlegen, also es gibt ja hier diese Wallpaper-Scenes zum Beispiel, wenn halt hier die Lassie Eden dann quasi angreifen mit ihren ganzen Espern, also die wir hier gesehen haben, als wir hier angekommen sind, also in Eden. Und jetzt, 6 Jahre später, Final Fantasy 15, schaut genau, also ist das Spiel durchgehend in dieser Grafik, wenn nicht sogar noch besser. Also. Das ist schon übel, ne? Und wenn ich an dieser Stelle eine kleine Geschichte, wenn man Final Fantasy 13 auf der. Also, wir können eigentlich mal in den Kampf hier gehen, weil. Dann stehen wir hier nicht so blöd rum und machen gleichzeitig auch noch ein bisschen was. Stimmt eigentlich, los geht's! Ja, genau. Final Fantasy 13 ist ja bei der, wenn man die Xbox-Version hat, ja auf 3 Discs aufgeteilt. Man hat ja dann eben 3 Discs hier, die man, je nachdem wie weit man ist, muss man ja dann auch die Disc wechseln. Mhm. Und bei der PS3-Version hat man ja nur eine Disc. Der Unterschied dazwischen ist ja, dass bei der Xbox ist es ja eine, wie hat es geheißen, eine HD-DVD, so hieß das Speichermedium, und bei der PlayStation 3 ist es eine Blu-ray. Mhm. Und damals hat ja die HD-DVD gegen die Blu-ray quasi konkurriert, aber letzten Endes hat sie den Kampf verloren und die gibt's ja jetzt eigentlich nicht mehr, die HD-DVD, ja. Weil die Blu-ray sich ja durchgesetzt hat. Mhm. Also zum Beispiel auch so ein Spiel wie Dead Space 2, das kommt ja auch mit 2 HD-DVDs quasi bei der Xbox-Version und bei der PlayStation bloß eine Blu-ray. Ja. Wusste ich gar nicht. Das wusste ich auch nicht lange Zeit nicht. Ich habe mich oft gefragt, warum dann eigentlich hier drei Discs sind bei der PlayStation 3 bloß eine. Und aber letzten Endes macht es schon Sinn, weil ich glaube, die HD-DVD hat auch viel weniger Speicherplatz als die Blu-ray. Weißt du, du musstest jetzt auch mehr in das Let's Plays mal die CD wechseln? Ja, habe ich aber immer rausgeschnitten. Ah. Das hat sich halt immer ganz gut angeboten, weil das kam immer zwischen den Cutscenes, deswegen. Ach, das ist ja super. Ja, da konnte ich dann schön. Einfach schön einen Schnitt setzen und es ist eigentlich niemandem aufgefallen, weil. Also, es konnte einem auch nicht auffallen, weil da war ja auch dazwischen eigentlich auch immer Schwarzbild. Sowieso zwischen den Cutscenes, deswegen fällt das nicht auf. Ach, super. Ja. Ah, da ist ein Zuschauer. Schön was vorgegaukelt. Hahaha. Versteckte Schnitte. Warte, geht's dir gut, Basti? Was? Versteckte Schnitte?
Hey, hey, hey. Wir wollen jetzt mal nicht zu persönlich werden hier. Sorry. So, wir haben, glaube ich, genau 2 Rotlegierungen bekommen. Das ist... Genau, ich wollte ja noch was zum Farmen erzählen. Also hier in der... Ja. Hier in der Eden, also in der, dort, wo wir gegen den Stolzrobo gekämpft haben. Ihr müsst dort eigentlich nur, wenn man... Man kann da nämlich zurückgehen. Und wenn man da eben wieder aus dieser Halle, wo wir dann am Schluss waren, bevor wir hier in diese Halle gekommen sind, da wieder rausgeht und dort alle Gegner besiegt und quasi den ganzen Weg zurückgeht, dort bis zu, wo der Tyrann stand und dort wieder in diesen großen Gang reingeht, wo Benny und ich hier gestartet haben, dann kann man wieder zurückgehen, also dann wieder dort, wo wir gegen den Stolzrobo gekämpft haben und dort sind dann auch alle Gegner gerespawnt. Und ja, das, weil diese Gegner hier, die geben zwar nicht so mega viel Kristallpunkte, aber dafür hat jeder eine ziemlich hohe Chance, ich glaube 10%, dass sie ein Parfüm fallen lassen. Und wenn man dann auch noch eine Sammlerseele anlegt, dann hat man eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, Parfüm zu bekommen. Und das gibt ja massig viel Geld und das ist saugut, um hier seine Waffen aufzubessern. Um dann halt Komponenten zu kaufen und so Schmarrn. FSK 0 Fassung. Waffen mit Parfüm besser? Ja, könnte man theoretisch, aber macht man. Mach ich nicht, weil Parfüm verkauft man lieber. Das bringt viel Geld. Ach so. Okay. Oder man schenkt es einer hübschen Dame wie hier in Benny. Oh, so shame. was? Bitte? Das ist nicht passiert. Du bist eine hübsche Dame. Ach ja, wir haben ja jetzt Dingens, den Desperado, und den werde ich euch jetzt gleich mal demonstrieren. Genau, an dem Gegner hier. Old man, new tricks. Sehr schöner Satz. Old man, new tricks. Und der ballert jetzt eine Feuerkugel nach der anderen auf den Gegner. So, und jetzt machen wir das Ganze bei dem nochmal. Wie genau der Angriff funktioniert, erkläre ich euch gleich. Also, ihr müsst jetzt mal auf den Schockwert achten. Schockwert. Gott, ich kann das nicht aussprechen, wie das hochgeht bei jeder dieser Kugeln. Also, das Ganze funktioniert so. Diese Verheererfähigkeiten, also sowohl bei Hope, Sass und Lightning, die haben ja alle beim Verheerern ihre Spezialattacke, die setzt man am besten im Schockzustand des Gegners ein, weil nur da bringt sie wirklich was. Bei diesen Angriffen wird der Schockwert eben massiv hochgetrieben, also wirklich, der geht so rasant hoch und da kann man eben richtig schön den Damage hochdrücken. Mhm. Und und der Gegner kann halt auch nicht besiegt werden, bis der Angriff vorbei ist. Ich weiß aber nicht, ob bei Sass der Angriff tatsächlich Feuerelement hat oder ob der eigentlich elementar neutral ist. Das wäre eigentlich ganz gut zu wissen. Er hat Bierelement. Danke für den Kommentar. Okay, Feuersalben, das klingt nach, eigentlich Feuerschaden. Naja. Genau, und so funktionieren sowohl die Angriffe bei Hope als auch bei Lightning. Die Brecherfähigkeiten, die erkläre ich ein andermal. Jetzt gibt es erstmal eine Cutscene. Alles gut. Looks like a gate to Grand Pulse. A last gift from Bartandalus. If we're gonna run away, now's our chance. So, guys, which way are we going? Genau, also wir haben jetzt hier 2 Portale bekommen, eigentlich 3. Also das Portal hier führt zurück nach Eden, also nach Cocoon. Wir können dann wieder in die Stadt dort gehen. Deswegen habe ich auch gesagt, das ist die, wir können da zurück, deswegen ist dieser Ort da, von dem ich gesprochen habe, auch so ein guter Ort zum Leveln. Und hier geht es eben wieder zurück nach Puls und dort können wir dann eben wieder Missionen machen. Und ja, jetzt geht es hier, das dritte Portal, habe ich fast vergessen.
Das dritte Portal, da geht's dann eben zum Endgegner. Ja, genau. Aber da, das ist jetzt noch hier, man sieht nichts dadurch, es wirkt eher uneinladend, sag ich mal. Aber durchgehen könnte man. Eben nicht. Ja, wie? Nein, wir sind, also, da wäre ja das 13. Kapitel hier am Schluss jetzt relativ schnell vorbei. Final Fantasy 13. Genau, das oh. Schaut ziemlich aus. Heißt das, in Final Fantasy 1 gibt es nur ein Kapitel? Denke ich nicht. Habe ich ja nicht gespielt. Vielleicht ist das auch gar nicht ein Kapitel unterteilt, war ja noch eine ganz andere Generation. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir hier das Ausrufezeichen da drüben, also wir müssen jetzt, ich nehme mal an, dass es irgendwie so eine physische Form von Eden, wie er oder sie oder es sich uns hier zeigt. Ist aber jetzt nur Spekulation. Auf jeden Fall müssen wir dorthin und müssen uns ja hier durch einige Gebiete hier durchkämpfen, aber das möchte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht machen. Wir schauen jetzt erstmal hier nach links unten, weil das haben wir auch, das ist ein kleines optionales Gebiet, da gehen wir mal hin. Da gibt es noch ein bisschen was für uns zu finden, also ein paar Schatztruhen. Schauen wir mal, was so da drin ist. Und ja, so möchte ich diesen Part, ehrlich gesagt, mal füllen. Aha, also ein kleiner Filler-Arc. Im Prinzip, ja. Junger Mann. Es gibt auch gute Filler. Also stimmt, im Bleach. Ja. Die Bleach-Filler habe ich noch nicht gesehen, muss ich zugeben. Shame. Kommt schon noch, Feldmarschall. So, machen wir erstmal die. Hallöchen, Popöchen. Es gibt ja eine Krankheit, wo Hornhaut, beziehungsweise so ein Horn wächst. Sei es von den Händen oder vom Kopf oder von den Zähnen her. Also Horn dann im Sinne von wirklich Horn, wie es halt Horn, wie es halt hier aus den Fingern kommt. Oder so. Also so dann auch quasi Stachel oder so. Meinst du es genau sowas? Ja, oder meinst es, du es sieht genau so aus. Es gibt eine Krankheit. Okay. Die heißt Baumkrankheit oder so. Aha. Auf jeden Fall sehen die Menschen ungefähr genauso aus. Und es legt sich halt dann auch so, also so eine Art Panzer über den Körper. Ja, genau, oder was? Ungefähr so, halt über die entsprechenden Körperteile. Ich habe es über eine Hand gesehen, wie gesagt, Füße haben das gemacht. Aber hier, ich glaube auch von den Stirnen her hat sich immer was gebildet. Mhm. Also da gibt es ganz spezielle Fälle, finde ich sehr krass. Es gibt ja auch die Elefantenmenschen. Nee, schon, das ist was anderes. Das ist von der Radioaktivität. Fettgewebe ja. Ohne Ende. Ja, ich aber das müssen wir dann mal googeln. Okay. Das ist richtig interessant. Also Elefantenkrankheit sagt mir auf jeden Fall was, aber das andere, das die Baumkrankheit, das, also wenn es halt so heißt, kenne ich ganz ehrlich nicht. Oh Gott. Was ist da los? Vor den Gegner müssen wir uns ein bisschen in Acht nehmen, weil gegen so einen hatten wir mal damals unseren ersten Tod. Oh. Bist du seitdem nicht stärker geworden? Ich bin viel stärker geworden. Aber das ist ja auch eine stärkere Version, also. So, wir starten aber erstmal mit der Kompositionsart. Ich denke, damit fahren wir ganz gut gegen die. Alter, Ghost Rider. Justice! Justice! Over Justice lässt grüßen. Over Justice! Komm, Justice mal. Is America! Jetzt haben wir die ganzen Space Patrol Lulukuk Zitate draus. Mir ist aufgefallen, der haut sich vor. Weil jetzt spielen wir trotzdem gegen den. Ja, na schon, ich wollte ja auch gegen den kämpfen. In den vergangenen drei Parts merkt man so richtig so das Weeaboo-Gehen so ein bisschen. Ja, doch. Oh, was war das denn? Das war eine Attacke von dem. Das sieht geil aus. Ja, aber es tat weh. Jotta, Justice is America. Also für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, Space Patrol Luku, ein Short-Anime mit 8 Minuten pro Folge. Richtig, richtig geil. Das ist so niedlich, schaut's euch an. Ich persönlich, das ist ja vom Studio Trigger und von die haben ja auch zum Beispiel Kill la Kill animiert. Triggered. Ja, so schaut's aus. Und auch Gurren Lagann, glaube ich, auch. Und Gurren Lagann und Kill la Kill sind ja auch zwei meiner absoluten Lieblingsanimes. Und hier Space Patrol Luko ist auch. Ich liebe diesen Anime. Ich fand den so wahnsinnig lustig. Ja. Ich auch! Ja. Kleine Empfehlung von Xio. Und Brimborium. Brimborium. So, jetzt macht er zwar immer wieder seine Superattacke, aber. Ach, da lachen wir jetzt drüber. Benny, lach mit. Ha 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 ha. Mit dem nackten Finger auf ihn zeigt. Ha, 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 ha. Du Schelm. Kann ich noch auch so einen Film, wo ungefähr dieselben Motorräder. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was du meinst. Es gibt so einen Film mit Motorrädern. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber die fahren ungefähr solche Dinger. Okay. Also ungefähr genau dieselben Dinger. Aber mir fällt der Film gerade nicht ein.
Platz in die Kommentare. Ja, mit, nach der Beschreibung weiß man auch sicher, was gemeint ist. Es ist... Warte, jetzt ist er schon tot? Nein, Schockzustand und jetzt... Erstmal wieder Desperado ins Gesicht. Oh, wie heißt dieser Film? So, jetzt schaut euch wieder den Schockwert an, wie das jetzt nach oben geht. So, jetzt hau diesen Angriff zweimal raus und dann ist der Schockwert auf Maximum. Das ist Schaden, Leute. Und erst wenn der Schockwert so hoch getrieben wird, dann ist es der Schockwert. Oh, habt ihr das gehört? Anspielungen, Infinite, was? Keine Ahnung. Anspielungslevel gleich Infinite, das wollte ich gesagt haben. Mir fällt es nicht ein, Mann, wie das heißt. Ja, ich komme auch nicht drauf, was du meinst. Also, es spielt in so einer fucking Techno-Welt. Und da fahren die alle solche Motorräder. Meinst du zufällig Tron? Ja! Das Ding meine ich! Ding. Ich werd Millionär, so nach der Beschreibung, dass ich drauf gekommen bin. Also, ja, aber genau. Der war für mich so unwichtig, dass diese Motorräder fallen halt einen auf. Tron übrigens auch eine Welt, die in Kingdom Hearts vorkommt. Ja, wie? Ja, also es gibt, also Tron Legacy war ja der neuere Film, der in den letzten Jahren irgendwann mal rausgekommen ist, ich weiß nicht mehr wann. Aber dann gab es ja noch, also ich glaube in den 80ern noch einen Tron-Film. Da müsste ich lügen, weiß ich nicht genau. Aber jeweils beide Universen sind im, bei Kingdom Hearts dabei. Also gut, so das mal nebenbei. Krasser Scheiß, kann man auch mit diesen Motorrädern fahren? Ja, kann man. Ja, wie? So. Oh nein, falsches Paradigma. Wir müssen ja erstmal ein bisschen debuffen. Wäre, denke ich, auch mal ganz praktisch gegen den Kerl. Ein bisschen debuffen. Was war daran jetzt so lustig? You want the D. Tatsächlich ja. Defense. Oder war schon defensiv buff, oder? Nein, debuff. Also debuff heißt... Kennst du den Begriff nicht? Ich dachte, das ist der Buff. Nein, die Buff. Also. Alter! Und da haben wir es wieder. Er fühlt sich lustig. Okay. Ja. Willst du behaupten, dass ich kein Deutsch kann? Nein, ich weiß sogar, das ist besser als ich. Ja, sei jetzt mal so in den Raum gestellt. Kommasetzung ist für mich immer noch ein Rätsel. Oh ja, für mich auch. Murphys Gesetz, jedes gefühlte Komma jedes gefühlt gesetzte Komma ist ein falsches Komma. Ja, das ist. Weißt du, da hat man Abitur. Aber wenn man kann so keine Komma setzen. Dann deine Schwester sagt so: Benny, so geht das aber nicht. Ja, wie? Das Komma ist falsch. Hä? Aber da hole ich doch Luft. Ja. Da hole ich doch Luft. Hast du das wohl so damals gelernt? Wenn man Luft holt, dann kommt ein Komma? Oder so? Ja, ein bisschen. Also, ich weiß schon ungefähr, wo ein Komma zu setzen ist. Das ist keine Frage, aber ja. Vor allem das Doppel-S. Das habe ich mittlerweile voll drauf. Ja, das habe ich inzwischen auch gerafft. Und ich meine, ich muss da immer noch so ein paar Erstklässler-Tricks in Anführungsstrichen anwenden dafür, dass ich das halt hinbekomme. Aber, Alter! Für die Maschine! Voll die Maschine, Mann! Da haben wir es wieder beim Niveau, ne? So, gehen wir mal. Keine Kommasetzung, aber voll. Nee, nee. Voll gar nicht. Instant Burn! Oh, warte mal, sehe ich da irgendwie Evangelion aus der Maske her? Was? Aus welcher Maske? Evangelion? Da die Maske, schließ sie an. Mehrere Augen. Okay, wenn man so will, kann man da definitiv Liliths Maske draus sehen. So, jetzt gibt wieder Desperado in die Fresse. Zack, 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 zack. Und immer die Moves. Ihr habt es nicht gesehen, aber ihr hampelt hier gerade wie ein Blöder rum. Ja. Aber wirklich, ihr macht es 1:1 nach, wirklich. Ja. So, aber leider an diesen Angriffen ist das Problem, oder nein, nicht das Problem, die machen nicht so viel Schaden. Die sind halt wirklich nur für den Schockwert da. So. Werde auch erledigt. So. War ja easy peasy, der Kerl. Also wir haben ja so einen Gegner mal besiegt damals in Nautilus. Da war ja der Endboss des Kapitels, war ja so ein Gegner, nur in einer schwächeren Version halt. Und die Schätze, die wir da gerade bekommen haben, waren eher etwas lame. Lame! So, haben wir da noch was? Ja.
nur ein paar Waffensysteme. So, gut. Alles mal weg. Gut, der Part geht jetzt doch noch ein bisschen. Jetzt muss ich mir was aus den Fingern saugen, wie ich den Part noch fülle. Ich weiß was, ich verteile Kristallpunkte, und zwar bei allen. Und da ist bei Hope, Lightning und Snow sind es 200.000, also da geht schon was. Okay, ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. I have no idea how I get here. Was? Das war doch nicht mal ein englischer Satz, oder? How I got here, glaube ich, war es richtig. Ja, keine Ahnung. Irgendwas ist wichtig. Es ist schon lustig. Ich habe, also beziehungsweise, weil ich aus dem privaten Leben, ich hatte vor kurzem einen englischen Patienten. Aha. Das habe ich ja schon mal gesagt. Und versuche ihm mal zu erklären, was Krampfadern auf Englisch heißt. Krampfadern auf Englisch? Ich habe dann sowas gesagt wie, do you have problems with veins on the leg? Der hat mich angeschaut wie die Kuh, wenn es blitzt, aber wir haben es irgendwann zum gleichen Nenner gebracht. Okay. Das ist doch ziemlich komisch. Aber Krampf war dann auch so ein Wort. Da ist die Frage, gibt es davon dann auch wirklich so ein richtig, also ein englisches Wort? Es gibt ein Wort, aber ich habe es noch nicht gegoogelt. Muss man mal nachschauen, vielleicht denken wir nach dem Part dran. Alter, ich hätte gerade Viagra gelesen. Das höre ich jedes Mal, wenn ich dieses Spiel spiele und jemand schaut zu und dann hier sagt jemand, boah, warte, ich glaube Viagra. Und das Wichtige ist halt wirklich in dem Tonfall. Ach, schön. Wie war das mit dem Niveau? Ich muss es immer wieder ansprechen. Naja, es ist kein Niveau mehr. So. Dann bei Snow. Aber er ist schon der Schönling, oder? Hier. So dieser kleine Kinnbart hier. Ja, dieses goldene, wallende Haar. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie an jemanden. Alter, meine Haare sind momentan noch ein bisschen grün. Ja, aber lange Haare, Mütze, naja. Bart. Naja. Ich finde ja, bis vor ein paar Monaten hättest du locker da reingepasst. Hätte ich ein Cosplay machen können, ne? Eindeutig. Ich finde ja, Snow. Es gibt ja noch ein anderes Design von Snow, da hat er kein Kopftuch auf. Ja. Und da sind dann seine Klamotten schwarz. Stimmt, und das ist immer gezeigt. Ja, und das finde ich, das ist das beste Design von ihm, also. War das nicht in Lightning Returns oder so? Ja, ganz genau. Aha. Ja, da war ich sogar dabei, da hast du mal gespielt. Ja. So, jetzt hier noch ein paar Fähigkeiten. Ich weiß, was ich jetzt, wenn ich hier die Kristallpunkte verteilt habe, was ich noch gerne zeigen möchte. Ja, gehen wir hier noch drauf. Ja, da kommt noch Bang, ja, dazu. Oh Gott, das ist ja noch, oh, das ist ja noch die Ebene. Ja, da fehlen ja auch noch ein paar Kristalle. Eieiei. Aber Snow ist alte TP-Monster. Okay. Gut. 6000 TP einfach mal, das ist schon echt heftig. Brecher fehlt da noch was auf der Ebene. Ne, das ist ja die. Gut, ja, machen wir hier noch das restliche Zeug rein. Und jetzt noch bei Lightning. Gehen wir gleich mal auf den Verheerer, weil ich möchte gleich Raserei haben. Oder wie es auch im Englischen heißt, also ich finde den englischen Namen eigentlich davon cooler, da ist es Army of One. Das ist, finde ich persönlich, gefällt mir ein bisschen besser. Definitiv, ja. Machen wir den Ast noch fertig. Blitz noch was? Achso, da gibt es wahrscheinlich. Ach, Blitzgar, genau. Gut, dass wir das auch noch mit haben. Blitzgar. Aber Blitzer ist auch cool. Ja. So, wenn ich ans Competitive denke, spiele ich am liebsten eigentlich mit Blitzer. Nee, Flamara ist der Oh, es tut so weh. Flamara ist mein absolutes Lieblings-Evoli, beziehungsweise Evoli-Evolution, aber die man absolut nicht spielen kann. Das ist so schlimm. Du wolltest mich gerade nur triggern, oder? Ja, ein bisschen. Aber hey, wo wir schon bei Pokémon sind, denkst du, es gibt neue Evolution in der 7. Generation? Jetzt ziehen wir hier die Theorien raus. Keine Ahnung. Weiß wir ich, wollen doch alle ein Gesteins- und Drachen-Evoli. Und natürlich ein Geist. Ein Gesteins-Evoli fände ich saucool. Also und Geist. Geist-Evoli. Das wäre auch noch da geil. Wir jetzt schon Feen-Evoli haben, muss ein Geist-Evoli hier. Aber ist Geist, also ich habe Geist immer als Gegenstück für Psycho gesehen. Ja, also und für mich war das Gegenstück fand ich da immer Kampf. Von Psycho? Ja. Na gut, man muss, also Geist, oder nee, Psycho, Unlicht und Psycho, Unlicht und Kampf sind ja tatsächlich auch so
im Prinzip Gegenstücke. Also die sind, aus denen kannst du ungefähr dasselbe Typendreieck machen wie bei Feuer, Pflanze, Wasser. Wow. Also. Stimmt. Ja. Das ist ganz interessant, vor allem wenn du an Phenexis, Quajutsu und Brigadon denkst. Die sind ja so zwei Typen, denen ihr zwei Typen ist ja Psycho und Lichtkampf. Ganz genau. Ein Dreieck, Mann! Illuminati confirmed! So, wow, wir haben jetzt den Part so gut wie voll. Also der ist sind bei 25 Minuten. Aber mir fällt eine Sache ein, die ich wirklich noch unbedingt zeigen möchte. Und zwar, da wir jetzt schon die Spezialfähigkeiten von Vanille und Sass hatten, zeige ich jetzt noch die Spezialfähigkeit von Fang. Die ist ja also der Formationsspalter beim Brecher. Und ja, ich zeige sie euch jetzt mal erstmal an einem Beispiel. Dafür gehen wir jetzt einfach mal in den Kampf. Der auch ein Grund, warum ich jetzt, also ich spiele ja ganz gerne eigentlich mit Fang, aber hier bei uns im Paradigmen, gerade für ein Let's Play wäre das irgendwie ziemlich lame, wenn ich als Fang spielen würde, weil, naja, sie ist in 4 Paradigmen von 6 ein Verteidiger. Und naja, als Verteidiger machst du ja auch nicht so besonders viel. Aha. Stehst halt da. Ja, genau. Da, verfehlt. So, gehen wir mal auf intensive Drangsal, verteilen ein bisschen Negativzustände. So. Wow. So, und da hauen sie mit Tod um sich. Tod und Verderben! Ja, ich finde es mal ganz angenehm, nicht der Argumentor zu sein. Weil ehrlich gesagt, ich spiele nicht gerne die Argumentor-Rolle. Okay. So, das ist nichts. Jetzt heilen wir mal ein bisschen. Das sah gerade voll episch aus und geil. Das ist die Tod-Animation. So, intensive Drangsal. Und da kommt wieder Tod. Aber bisher ist noch nicht der Instant-Death getriggert. Ja, Gott sei Dank. Aber eigentlich passt ja, dass der Part eh noch ein bisschen länger ist. Weil es ja auch der letzte Part, in dem du dabei bist, ne? Ja, stimmt. Habe ich ja noch gar nicht gesagt, also ja. Das ist der letzte Part, wie gesagt, wo Benny mit dabei ist. Hab mich gefreut, hier zu sein. Ja, genau, können wir jetzt ja mal, weil so viel mehr machen wir jetzt nicht mehr, können wir so. Aber schön, hat's dir Spaß gemacht. Ja, doch. Mal was anderes außer Skyrim und Forest. Ja, fand ich auch. Es ist so mal angenehm, hat mal einen frischen Wind hier in das Let's Play reingebracht. Ich meine, ich kenne mich ja nicht aus, aber das, was ich sehe, ist so verwirrend. Ich zeige mal, also jetzt hauen wir mal den Formationsspalter rein. Also ja, genau. Fang macht jetzt hier diesen Sprungangriff und ihr müsst, ich mach's gleich nochmal. Der wurde voll eingeäschert. Yep. Das ist im Gegensatz zum Beispiel zu Desperado, wo halt so ganz viele Angriffe kommen, ist das nur ein Angriff und ich zeige euch jetzt mal, achtet mal bitte auf den Schockwert. Also jetzt kommt der Angriff, zack, und jetzt ist er wieder auf Null, beziehungsweise auf den Anfang zurückgesetzt. Wow. Und sobald der Kampf vorbei ist, erkläre ich nochmal genauer, was genau abgeht, wenn man diesen Angriff einsetzt. Weil der quasi hier diese Spezialattacken von den Brechern, also hier von Fang und Snow, ja, der hat ja auch eine Brecherfähigkeit, die sind eigentlich so ein, ja, das Gegenstück zu den Verheerer-Fähigkeiten. Mhm. Das Ganze funktioniert einfach so, je höher der Schockberg, woher kommt das Schockberg? Wahrscheinlich, weil Schock ja da schon da ist. Ja, Schockwert. Schockwerk. Wenn der Schockwert auf, also je nachdem, je höher er ist, desto mehr Schaden bricht es an. Und wenn der Schockwert eben auf Maximum ist, bei 999, dann kann man diesen Angriff einsetzen, wenn der Schock ganz kurz vorm Ablaufen ist. Das ersetzt quasi den Schockzerberster. Und man kann damit richtig, richtig fett Schaden raushauen. Also, das ist so, wie diese Brecherfähigkeiten funktionieren. Gut. Haben wir das auch noch erklärt? Haben wir den Part noch gut vollbekommen? Das war der letzte Part jetzt eben mit Benny. Es hat mich riesig gefreut, dass du mit dabei warst. Oh, ich fühle mich geehrt. Und hoffe, dass du ja auch ein bisschen Spaß hattest. Ja, natürlich. Ich meine, wie gesagt, ich kenne mich nicht aus, ja, aber es hat schon Spaß gemacht. Ja. So, und beim nächsten Part steigt das Niveau wieder. Ja, ein bisschen. Sie meinen das. Und es passiert ein bisschen was anderes. Also, seid mal gespannt, was beim nächsten Mal so los ist. Schluss mit lustig. So schaut's aus. Bis dahin. Ciao.